Es gibt Böse und liebe Trolle. Also Finnland sind die eher lieb. In Island und Norwegen sind die eher, und Schweden sind ja auch lieb. Mein Name ist Pentti Lepistö und ich komme aus Finnland. Kettensäge schnitze und schnitze alle möglichen Figuren. Meistens Trolle. Trolle sind irgendwie Waldbewohner, was den Natur gut symbolisiert. Holz ist mein Werkstoff, kann man so sagen. Ich habe als kleiner Bub schon geschnitzt. Als Fünfjähriger habe ich angefangen. Früher habe ich mit dem Messer auch geschnitzt und dann irgendwann mal habe ich gedacht, probiere ich mal mit der Kettensäge. Und das ist natürlich nicht einfach, geht halt schneller. Und dann mit der Zeit kriegt man da Erfahrung und dann wird immer besser. Eulen mache ich auch gern. Eulen sind auch, kann man auch Fantasie verwenden, kleine, große, ganze Dinge übertreiben und so, das ist auch schön. Das ist auch so frei. Aber wenn man Adler macht oder so, da muss der auch Adler aussehen. Eule kann man ja, hat man viel mehr Spielraum. Aber so, wenn ich Trolle mache, dann nimmst du das Holz und fange ich an zu sägen, dann wird es allein. Wird mal dünner, mal dünner, dicke, brauche ich gar nicht denken, einfach nur Säge laufen lassen. Das geht so. Hauptsache, dass die Leute freuen. Das ist wichtig. Engel war der Beste, der ist so groß und Gesicht und der Ausdruck. Und also das war, na Esel war auch nicht so ohne. Das ist, der muss ja aussehen wie Esel. Und das ist auch schwierig. Aber ist halt schöne Krippe geboren. Und das gefällt auch die Leute. Die Usinger war ja schön, wie die Leute da, wo in der Krippe gestanden sind. Und haben sich gefreut und haben gesagt, das ist unsere Krippe. Und so, das war schön.